Verfluchte Toleranz. Galater Kapitel 1, Verse 6 bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt zu Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. In der heutigen postmodernen Gesellschaft wird viel über gegenseitiges Wohlwollen, Vertrauen, Gerechtigkeit, Vernunft, Rücksichtnahme und eben auch Toleranz gesprochen und darüber debattiert. Wie es dann in der Praxis aussieht, steht nicht selten auf einem anderen Blatt. Es ist sicherlich leichter, anderen Menschen Anerkennung zuzusprechen oder eine sich vernünftig anhörende These anzuerkennen, als selbst nachzudenken und etwas zu tun. Viele drehen sich hier gerne nach dem Wind, um außen vor zu bleiben. Wertmaßstäbe sind in erster Linie Ergebnisse praktischer Überzeugungen, die sich bewährt haben. Mit Reden allein ist keinem geholfen. So ein bewährter Wertmaßstab ist das Wort Gottes in der Bibel, zumindest für die Christen. Es steht fest und ist nicht von Meinungen der Menschen abhängig oder wird dadurch glaubwürdig. Weil es von Gott ist, ist es glaubwürdig. Darum. Es ist und bleibt das Wort der Wahrheit. Im Psalm 119, Vers 105 heißt es: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Toleranz hat entsprechend nur innerhalb dieser Wahrheit Sinn. Wenn sie darüber hinausgeht, ist sie falsch, verkehrt und absolut zu verwerfen, und zwar mit Nachdruck. Der Apostel Paulus schrieb zweimal eindrücklich, dass wer das Evangelium auch toleranzmäßig in anderer Art und Weise predigt und verbreitet, als so wie es in den Evangelien steht, der ist verflucht. Das bedeutet, der landet in der ewigen Verdammnis, sei er, wer er wolle. Was ist nun das gesunde und gerade und unverfälschte biblische Evangelium? Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 15, Verse 1 bis 4. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Darum geht es. Es gibt auch eine Toleranz, die nur Ausdruck ureigener Hilflosigkeit ist, bei der man sich nicht festlegen kann und will und dann eben einfach alles gelten lässt. Oder es ist Ausdruck reiner Bequemlichkeit und man überlässt es aus träger Gleichgültigkeit anderen, irgendwelche Maßstäbe festzulegen. Jesu Anspruch hat den Charakter des Absoluten, denn er ist in Person die Wahrheit und der Weg in den Himmel. Und dieser Weg führt ausschließlich über ihn, weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Johannes 14,6. Diese Feststellung lässt keinen Platz für Ergänzungen oder für Kompromisse. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Erstens, gläubige Anerkennung und Annahme
oder zweitens ungläubiger Ablehnung und Verwerfung. Es gibt keine halbe Wahrheit. Darum scheiden sich an Jesus Christus auch die Geister. Vor eigenen Wahrheiten, nach denen manchen die Ohren jucken, werden wir ausdrücklich in der Bibel gewarnt. 2. Timotheus 4, 3. Und das hat eben ganz eng damit zu tun, dass man allzu gerne zu Toleranz geneigt ist, auch wenn es der Wahrheit der Bibel widerspricht. Das kann bedeuten, dass manche Lehren sich durchaus gut anhören und der Überbringer auch durchaus ein netter Mensch sein kann, der viel von Liebe und Miteinander redet. Aber wenn er ein anderes Evangelium predigt, kann er nett sein, wie er will. Er ist verflucht. Wer den heilbringenden Glauben mit einer unabhängigen Gnade verbinden will, lehrt nicht die Rechtfertigung durch die freie Gnade Gottes im Evangelium von Gottes Sohn Jesus Christus. Denn diese göttliche Gnade ist nicht von menschlichen Wertmaßstäben abhängig. Wie könnte sie auch? Wer das so predigt, denken wir zum Beispiel an die mittelalterliche Kirche mit ihren Ablässen und ihrem Reliquienglauben, der vergreift sich an Gottes heiliger Gnade. Und auch heute wird jeder Absolutheitsanspruch, was Gottes Willen betrifft, grundsätzlich abgelehnt. Auch die Kirchen, die sich in ihrer Autorität meinten, sicher sein zu können, fangen an, faule Kompromisse zu machen. Aber wenn alle meinen, Recht haben zu dürfen, dann hat letztlich niemand Recht. Toleranz ist die Speerspitze eines satanischen Planes, welcher letztlich zur Welteinheitsreligion führen wird. In Hebräer Kapitel 4, Verse 1 bis 3 steht Folgendes. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Römer 10, 17. Aber wenn die Predigt fade, stumpf und verwässert ist, was soll dann für ein Glaube daraus entstehen? Wenn wir schon auf der Kanzel ein verdrehtes, verwässertes, verkehrtes Evangelium predigen, was soll dann aus den Menschen werden, die das so glauben und meinen, sie sind erlöst und gerettet und haben Frieden mit Gott und es ist gar nicht so? Übler kann es kaum werden. Zumindest kaum ein rettender Glaube, worauf es ja letztlich ankommt. Wer nicht den gekreuzigten Heiland Jesus Christus verkündigt, 1. Korinther 2, 2, und in den Mittelpunkt aller christlichen Verkündigung stellt, der versündigt sich am Wort Gottes und widerspricht dem Willen Gottes im biblischen Evangelium, Johannes 3, 16. Wenn heutzutage auf den Kanzeln mehr Politik und Moral und fromme Gleichmacherei verkündigt wird, anstatt das rettende Evangelium von Tod und Auferstehung Jesu Christi am Kreuz, dem Sohn Gottes, in aller Klarheit verkündigt wird, damit an die Vergebung der Sünden geglaubt wird, wenn das nicht geschieht, dann ist das eine üble, schlimme Sache und eine Tragödie sondersgleichen. Gehorsam ist besser als Toleranz und auch besser als jede religiöse Annäherung an Gottes Anspruch. Als König Saul in seiner Anmaßung und Selbstgefälligkeit meinte, er könne Gott und seinen klaren Anweisungen ins Handwerk pfuschen, musste er die Konsequenzen tragen. In 1. Samuel 15, 22 und 23 steht: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst.
Ein anderes Evangelium ist ebenso wie Zauberei, Abgötterei und Götzendienst, auch wenn es sich noch so fromm und vernünftig anhören mag. Wenn ich imstande wäre, meine Sünden durch eigene Werke abzutragen, würde ich auch nur einen toleranten Glauben haben, der mich nicht rettet. Die Grundlagen des biblischen Evangeliums liegen im Kreuz von Golgatha und der Person Jesu Christi, dessen Blut mich mit Gott versöhnte. Kolosser 1,20. Sein vergossenes Blut macht uns heil. Durch seine Wunden sind wir, wie es alttestamentlich heißt, heil geworden. Toleranz beweist noch keine Liebe, denn wahre Liebe will helfen und bleibt nicht untätig. Aber Toleranz akzeptiert nur und lässt etwas stehen und bleibt untätig. War Jesus tolerant? Er tat nur das, was er den Vater zuvor tun sah. In Johannes 5,19 lesen wir: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus hätte ja darauf bestehen können, manches anders zu sehen und zu tun als der Vater im Himmel. Aber das war ein Ding der Unmöglichkeit, denn der Vater und der Sohn sind eins. Nicht nur einer Meinung, sondern sie sind eins. Jesus ist Gott als Mensch. Johannes 10,30. Toleranz und faule Kompromisse würden mich vor Gott emanzipieren und somit letztlich alles in Frage stellen, was der Heilige Geist offenbart. Ich wäre mein eigener Wertmaßstab. So etwas wäre dämonisch und eine große Lüge. Wer zum Beispiel Ökumene für vernünftig hält und meint, alle Religionen glauben an ein und denselben Gott, ist schon mit dem antichristlichen Toleranzgeist infiziert. Frieden zu halten ist gut, aber nicht um jeden Preis. Vor allem nicht auf Kosten der Wahrheit. Der Glaube an das Evangelium der Bibel ist der Preis für die Vergebung meiner Sünden. Diesen Schritt des Gehorsams müssen wir tun, dann sind wir in der Wahrheit auch angekommen. Darauf baut sich das ganze christliche Leben auf und alles, was dies ins Abseits stellt, ist gefährlich, nutzlos und eine Lüge. Nicht überall, wo christlich draufsteht, ist auch Gott zu finden. Und nicht jeder, der nach Einigkeit und Toleranz schreit, weiß, was er da fordert. Wir leben in aktuell gefährlichen, verführerischen Zeiten. Charles Haddon Spurgeon hat einmal gesagt: Wenn der Satan die Lüge zum Markt fährt, spannt er die Wahrheit davor. Gott segne, bewahre, behüte euch. Er schenke euch Klarheit und Wahrheit und führe euch in aller Wahrheit und aller Kraft und aller Freude und Barmherzigkeit euren Weg, den er für euch vorbereitet hat. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg zu Gott und zur Vergebung der Sünden. Ihm sei alle Ehre, aller Lob und aller Dank von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.